Hallo, ich bin's mal wieder für euch, der Dirk, Kanal Lieber Wolf, E-Mobilität. Ja, es hat mich gefreut, dass euch mein Video über den Verbrauch, Stromverbrauch bzw. Leistungsverbrauch bei pro 100 Kilometer bei etwas höheren Geschwindigkeiten, so um die 130, gefallen hat, wo ich da den ID.3 und den Kona miteinander verglichen habe. Dazu wollte ich noch eine Ergänzung geben, der Ausstattungsvarianten zwischen Kona und dem ID.3, also der Kona mit dem großen 64 kW Akku, 150 kW und dem ID.3 mit dem 58 kW Akku, 100, was hat der Motor, 155 kW. Also ungefähr gleiche Leistung, gleiche Voraussetzungen. Das zeige ich euch jetzt mal hier, eine Excel-Tabelle. Ich mache die ein bisschen größer, damit man die gut sehen kann. Also, zu den Preisen. Bei dem Kona mit dem großen Akku gibt es die Variante Trend, Style, den habe ich hier nicht aufgeführt, und Premium ist die Vollausstattung. Bei dem ID.3 gibt es leider 7 verschiedene Varianten mit dem 58 kW Akku. Da muss man genau hingucken, was da die Ausstattungsmerkmale sind. In der kleinsten Version beginnt das hier bei 35.800 Euro, was erstmal sehr günstig klingt. Aber in dieser Ausstattung ist wirklich nicht viel drin. Und um das jetzt zu vergleichen mit dem Kona, wo es eigentlich nur 3 Modelle gibt. Es gibt natürlich auch noch den ganz kleinen, der fängt bei 30.000 an, der hat aber nur den 39 kW Akku. Das kann man hier nicht vergleichen von der Reichweite. Also beide Fahrzeuge hier haben ungefähr eine Reichweite WLTP um die 425 Kilometer plus minus 10 Kilometer, sage ich jetzt mal. So, wenn man die Wagen jetzt tatsächlich vergleichen will, den Kona Trend, der kleinste Version ab 41.000, Tempomat inklusive, auch schon aktive Abstandsgeschwindigkeitsregelung und Abstandshaltung inklusive, ein Spurwarner ist inklusive, Navi nicht und die automatische Spurkorrektur, also aktiv, ist auch nicht drin. Leider auch keine Wärmepumpe. Möchte man jetzt also diese Sachen dazu kaufen, hier dann, ich weiß gar nicht, was die Wärmepumpe extra, achso, die Wärmepumpe ist hier mit drin, rechnen wir mal eben schnell im Kopf, 1300, 2500, ja, nochmal 5000 obendrauf, dann sind wir hier bei 46.300. Ja, das entspricht dann ungefähr der Max-Ausstattung von dem VW. Preislich, wo also auch schon alles drin ist, was man braucht. Hier Sportfahrwerk und noch ein paar andere Extras. Muss jetzt nicht unbedingt sein, ja. Aber Wärmepumpe ist bei allen VWs drin. Das finde ich schon mal sehr gut. Reduziert auch den Verbrauch und erhöht natürlich die Reichweite. Was ich wichtig finde, ist auf jeden Fall den ACE, also den Abstandstempomaten in vollautomatischen. Der ist bei VW ab Version Live da drin. Natürlich auch in der Max-Ausstattung hier und in der Tech-Ausstattung. Was bei dem Live, der hat ja eigentlich einen guten Preis mit dem aktiven Abstandstempomaten, 37.700, leider nicht drin ist, ist hier die aktive Spurkorrektur. Also Spurwarner ist ganz interessant, aber bei vielen Fahrzeugen vibriert vielleicht ein bisschen das Lenkrad oder man bekommt einen Signalton oder wird anders darauf hingewiesen, dass das Fahrzeug die Spur verlässt oder im Grenzbereich fährt.
Das heißt, ich muss den Wagen auf jeden Fall selbstständig zurücklenken. Ich finde es eigentlich gut, gerade wenn man hier, wir reden ja über Wagen, die auch Langstrecke geeignet sind, wenn man auf der Autobahn und natürlich auch auf der Landstraße, weil da ist man ja auch schnell im Gegenverkehr, einen aktiven Spurhalteassistenten hat. Das nennt sich bei VW Assistenzpaket Plus. Dass man den mit da drin hat, ja. Viele sagen, okay, es reicht vielleicht auch, wenn ich hier einen Spurwarner habe, der ist eigentlich hier überall drin, dass ich irgendein Signal bekomme, das reicht mir aus, ich lenke dann selber nach, ja. Aber dann muss ich auf die Straße, also dann muss ich die Straße gucken, instinktiv reagieren und gucken, ob ich jetzt mehr nach rechts oder links fahren. Man ist ja hier und da schon mal ein bisschen abgelenkt, wenn man ehrlich ist, gerade bei langen Strecken. Ja, von daher, also toll finde ich bei dem VW, dass er immer eine Wärmepumpe drin hat. Und VW, deshalb ist VW eigentlich auch im Verbrauch so gering. Die haben eine komplett neue Wärmepumpe entwickelt. Die haben also keinen Standard hier gekauft von Bosch oder sonst irgendein Zulieferer. Die haben wahrscheinlich zusammen mit Bosch oder mit ihrem Zulieferer eine Wärmepumpe entwickelt, die das Optimum rausholt, um halt Energie zu sparen, um halt den Verbrauch zu senken und die Reichweite da mal damit zu erhöhen. Ähnlich sieht es bei dem Hyundai Kona aus. Die Wärmepumpe ist auch sehr gut und in der Premium-Ausstattung ist er halt drin. In der Style-Variante, die jetzt hier nicht aufgeführt ist, ist die Wärmepumpe auch drin. Der Style kostet dann um die 43.000 Euro. Also wenn ich mir ein ID.3 holen würde, ich würde mir entweder den Live kaufen, weil zumindest da der aktive Abstandsregelautomat mit drin ist. Oder wenn dann halt den mal eben gucken. Den Wagen, wo auch der aktive Spurhalteassistent mit drin ist, also Minimum den Tech hier ab 43.700. Von daher ist VW nicht nur, ich sag mal, vom Preis her sehr gut dabei, verglichen zu den asiatischen Fahrzeugen mit einer recht guten, hohen Standardausstattung, sondern auch im technischen Bereich halt, ne? Also die Wärmepumpe ist absolute Spitze und auch der Abstandsregelungstempomat ist sehr, sehr gut. Da müsst ihr euch mal Fahrberichte angucken. Der funktioniert hervorragend und der passt sich auch dann der Verkehrsschilderkennung an auf der Autobahn und ähnliche Sachen. Also der kann aber auch, obwohl er eingeschaltet ist, überlistet werden, beziehungsweise, ich sage jetzt mal nicht überlistet, sondern beeinflusst werden. Ja, hier unten nochmal die Originalfotos, also der ID.3 ab 35.600. Ja gut, hier habe ich 800 geschrieben. Und der Kona mit dem großen Akku ab 41.370. Also das sind natürlich hier schon Preisunterschiede. Das heißt, wenn ich die Premium-Variante hier nehme und selbst hier die Max-Ausstattung mit Sportfahrwerk und Schnickschnack, dann liegt der ID.3 da sogar günstiger. Jedoch muss ich dazu sagen, bei dem Premium, da sind noch einige Sachen wie Head-Up-Display dabei und paar andere nice Features, die der ID.3 dann nicht hat. Ja, aber gut, sagen wir mal, wenn man circa um die 45.000 bis 47.000 Euro ausgeben möchte, dann noch
9.000 bis 10.000 Euro, je nach Hersteller. Die geben ja, einige Hersteller geben nochmal ein bisschen mehr Rabatt als nur die 3.000 Euro Umweltprämie. Ja, ziehen wir mal 10.000 Euro ab, dann sind wir bei Endpreisen für den Endkunden bei 37.000 oder 35.000 Euro für ein nagelneues Elektroauto, was auch langstreckentauglich ist. Kauft man sich jetzt den ID.3 mit dem großen Akku, 87 kW, den gibt es in der Ausführung, wie heißt sie noch, Pro S und Ausführung Tour. Da ist der große Akku drin, dann kostet der Tour kostet glaube ich 48.000 und der Pro S, da fehlen aber hier einige Features, kostet Pro S kostet auch so um die 37.000 Euro. Ja, dann hat man noch eine höhere Reichweite, wenn es einem insbesondere um Reichweite geht. Aber da fehlt dann hier der Abstandsregelungstempomat. Also die gelb unterlegten Bereiche hier oben oder Features, die würde ich, wenn ich mir ein neues Elektroauto jetzt bestellen würde, auf jeden Fall haben möchten. Also ich meine, Tempomat haben die fast alle heutzutage serienmäßig, aber der automatische Abstandsregelungstempomat ist halt eben nicht Serie. Da muss man genau hingucken, bei welchen Varianten der mit drin ist und was die dann oder was die extra kosten. Spurwarner ist eigentlich immer drin, aber ich plädiere hier auf einem aktiven Spurassistenten, der also tatsächlich eingreift und auf die Fahrbahn zurücklenkt. Navigation, gut, habe ich hier immer gesagt, ja, muss nicht sein, aber bei den höheren Ausstattungen ist das Navi dann auch schon inklusive. Wärmepumpe sowieso. Ja, das mal noch zu dem Vergleich Kona und ID. Also da hat der Kona und andere Fahrzeuge, die in ähnlicher Preisklasse liegen, mit dem ID einen wirklich starken Konkurrenten. Okay, vielen Dank fürs Zuhören, euer Dirk. Bis bald, tschüss.